Du, Lenny, ich habe mal 10 Fragen. Och nee. Doch. So viel? So viel. Und du denkst, dass ich das beantworten kann? Du kannst die. Und deshalb hast du mir hierher geschickt? Ja, du kannst die alle beantworten. Deswegen habe ich dich in deine von der wunderschönen Halle hier, Winterlagerhalle, bestellt. Weil es sind nämlich 10 Fragen, die von unseren Zuschauern reinigen. Oh, naja, die muss ich beantworten. Dann ist das logisch. Das geht nicht anders. Also wir laufen ja schon eine ganze Weile ziemlich erfolgreich und so nach und nach trudelt über YouTube und über Facebook auch noch so. Das sind nicht deine Fragen. Nein, das sind nicht meine Fragen. Ach so. Ich starte keine 10 Fragen. Das weiß ich doch nicht. Ich habe immer nur eine Frage. Das weiß ich. Okay, ja, das stimmt. Also, die 10 Fragen von unseren Zuschauern sind reingekommen und die würde ich dir gerne stellen. Und darauf erwarte ich eine Antwort, mein Freund. Dann los. Machen wir's? Los! Also, lieber Lenny, die erste Frage stellt Steff aus Luckenwalde. Der fragt uns, wenn ich mir ein Boot kaufe, wie wichtig sind die Motorstunden? Ist es besser, ein 20 Jahre altes Boot mit möglichst wenig Motorstunden zu kaufen? Wir haben eins in Aussicht, das nur 234 Motorstunden runter hat. Und die ist 20 Jahre alt? 20 Jahre alt. Die hat hier nichts gelaufen. Richtig. Die hat eigentlich nur gestanden. Richtig. Ich würde nur sagen, kann man machen, ich würde aber erstmal den Motor komplett durchchecken, aber richtig durchchecken, weil ein Motor ist gebaut, um zu laufen und ist kein Objekt, den man irgendwo in der Ecke stellt oder in ein Wohnzimmer stellt und sagt, ich habe mal einen schönen Motor, guck mal. Ist klar, logisch. Es gibt unheimlich viele, ich habe auch so einen Freund, einen Bekannten, der ist auch immer davon überzeugt, dass er möglichst ein Boot mit ganz wenig Motorstunden kaufen soll. Das wäre immer besser als eins mit vielen oder mehr Motorstunden. Das stimmt nicht. Ich würde es nicht machen. Okay. Weil ich habe lieber ein Boot, die viel gelaufen ist, die minimal 40 bis 60, 70 Stunden im Jahr gelaufen ist. Ja. Ja, dann kannst du ausrechnen, wie viele Stunden der eigentlich auf dem Zähler haben muss nach 20 Jahren. Ja. Die wäre mir viel lieber, als wenn der nur 3-4 Stunden im Jahr läuft. Mhm. Und dann kannst du dir vorstellen, das steht nur still. Wie ist es denn überhaupt? Was ist denn so eine Größe zur Orientierung? Wie viele Stunden fährt ein Boot in einem Jahr? Durchschnitt, wenn ich hier von mir selbst rede, was hier im Hafen ist, und dann sehe ich ja auch über an den Hafen genau das Gleiche, muss man ungefähr rechnen, dass ein Durchschnitt 20-30 Stunden im Jahr ist schon ziemlich viel. Also mehr als 20, 30 Stunden fahren die Leute? 80% fährt bestimmt nicht mehr. Aha. Und dann hast du 20%, die fährt ziemlich viel. Ja. Und ziemlich viel ist zwischen 100, 200 Stunden im Jahr. Mhm. Und dann hast du eine Kategorie, die fährt fast nie. Mhm. Die macht nur einen Kaffee, Kränzchen hinten auf dem Schiff, ist eigentlich ein Wochenende aus. Ja. Und diese Motoren, die am wenigsten fahren, haben die meiste Arbeit. Aha. Weil die einfach nicht warm gefahren werden, die werden nur ein kurzes Stück gefahren und fahren ein paar hundert Meter auf dem See, legen da vor Anker, Motor steht still und das war's. Also ganz einfach nochmal, Faustregel, wenn ich mir ein 10 Jahre altes Boot kaufe und das hat 400 Motorstunden, dann ist das ein ganz normales Boot? Das ist ein ganz normales Boot, der auf normale Gebrauch, die eigentlich normal gebraucht worden ist. Und das, da kann man von ausgehen, das könnte gut sein? Also. Das könnte gut sein, ja. Okay. Trotzdem würde ich immer empfehlen, wenn man ein Boot kauft, nehmen Mechaniker mit. Ja. Es kostet vielleicht ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro, das ist egal. Mhm. Aber die Investition ist es wert. Mhm. Wenn du es nämlich nicht machst und später du hast davon keine Ahnung, du kannst nicht reingucken, dann hast du nur Probleme. Mhm. Motor raus, komplett überholen, wieder rein, ungefähr 20.000, 30.000 Euro. Mhm. Also egal wie viele Motorstunden das Ding gelaufen ist, immer noch einen Fachmann mitnehmen, auch wenn der auch ein paar hundert Euro kostet. Und wir reden hier über einen Fachmann, ne? Ein Fachmann. Wir reden hier nicht über, mein Freund hat auch mal einen Motor repariert. Sondern? Die habe ich fast jede Woche hier. Ja, also ein Fachmann ist jemand, der sich wirklich mit Booten auskennt. Die wirklich mit Booten auskennt und der auch wirklich jeden Tag an Booten oder an die Motoren arbeitet. Okay. Ja, und es kann auch ein Kfz-Mechaniker sein. Sind auch Motoren, sind die gleichen Motoren. Mhm. Okay. Aber immer das Geld investieren, wenn man sich überlegt, ich weiß ja nicht, was hier Steff aus Luckenwalde, was der da bezahlt, aber lass das mal 40, 50.000 Euro kosten
Da macht es echt Sinn, für 500 Euro jemanden mitzunehmen, oder? Ich würde machen. Aber daran sparen die Leute. Daran Die kaufen ein Boot, kaufen ein teures Boot und sparen dann da drauf. Statt einfach mal jemanden mitzunehmen oder einen Gutachter mitzunehmen oder so ein Schiff mal komplett durchzuchecken und prüfen zu lassen, machen eine Liste. Die Gutachter, die machen Liste, die macht ihr jeden Tag. Und das ist die Investition wert. Das bespart eine Menge Ärger. Super. Also, Steff aus Luckenwalde, wo bist du? Da bist du. Steff, nimm einen Fachmann mit. Gut. Die nächste Frage. Family X fragt, kann ich meine Dieselbootsheizung die ganze Nacht überlaufen lassen? Oder ist das wegen Abgasen, / Kohlenmonoxid, zu gefährlich? Nee, wenn das normale Standheizung ist von einem vernünftigen Hersteller, dann kannst du die 24 Stunden am Tag laufen lassen. Das ist überhaupt kein Thema. Dafür sind die Dinge hier gebaut. Die sind in LKWs, die sind in Autos, die sind in Booten. Wichtig ist bei dieser Heizung ist, dass die... Also wir reden von Dieselluftheizungen. Ne? Also Dieselluftheizungen. Ja, richtig, ja, ja. Genau. Was aber wichtig ist, dass die Dinge jedes Jahr oder jedes zweite Jahr wirklich geprüft werden müssen. Echt? Service machen und prüfen. Neue Zündkerze drin, CO2 messen und was das Allerwichtigste ist, die Gasabfuhr. Immer kontrollieren. Also es gibt doch so Kohlenmonoxid-Wächter. Ja, genau. Natürlich aus China, aber machen wahrscheinlich, was sie sollen, kosten irgendwie 20 Euro, 25 Euro. Ist es sinnvoll, sowas drin zu haben? Würde ich immer machen. Okay. Weil die Dinge kosten im Prinzip nichts, aber kann Leben retten. Und hat sich auch schon bewiesen, dass das Leben gerettet hat. Also die schlagen an, wenn das Kohlenmonoxid gemessen wird. Ja. Aber unabhängig. Aber trotzdem ist es keine Sicherheit. Ne? Ja. Man soll die Heizung wirklich prüfen lassen. Und auch da muss man wieder nicht drauf sparen. Und das ist, die Leute, die sparen auch auf Sachen, wovon ich denke, da hängt euer Leben dran. Macht das doch bloß nicht. Und dann haben sie ein teures Schiff und sparen da ein bisschen Geld. Dann denke ich, ja, kann nicht wahr sein. Wer darf sowas machen? Also wer kann sowas machen? Das sind zertifizierte Service-Stations oder Firmas. Wir sind davon auch eine. Wir vertreten eine bestimmte große Marke. Und, aber hier in der Nähe sind mehrere, die das machen. Und da würde ich auch hingehen. Und wenn es eine Heizung älter ist als 10 Jahre, dann dürfen wir die Dinge nicht mehr reparieren. Wieso nicht? Weil da ist eine Heizkammer drin und diese Brennkammer, alles was älter ist als 10 Jahre, dürfen wir nicht mehr reparieren. Die müssen wir austauschen. Also länger als 10 Jahre halten die einfach nicht? Ja, ja, die halten länger als 10 Jahre, aber wir dürfen sie nicht mehr reparieren nach 10 Jahren. Okay. Gesetzliche Vorschrift in Deutschland. Gesetzlich vorgeschrieben. Alles klar. Also Family X, ich fasse nochmal zusammen. Kann ich meine Dieselbootsheizung laufen lassen? 24 Stunden? Ja, alles kein Problem. Über Nacht, über den ganzen Tag, wenn es draußen kalt ist, kann man laufen lassen. Aber regelmäßige Wartung und Austausch nach 10 Jahren. Haben wir gelernt. Korrekt. Das hat er gut formuliert, muss ich sagen. Ja, du bekommst so ein bisschen Ahnung. Ja. Ja. Hast du noch mehr Fragen oder kann ich jetzt nach Hause gehen? Ja, nee. Wir haben erst mal 8. Wir haben erst mal 2 von 10. Boah, Worten. Noch 8. Ja! So, die nächste Frage stellt Heinzi aus Bremen. Moin, moin, an die Waderkant. Das ist aber weit weg, wa, Bremen? Du wirst lachen, das Internet ist groß. Wirklich? Ja, wer weiß, wo wir überall geguckt werden. Unglaublich. Auch in China, ja? Da müssen wir noch mal fragen. Heinzi aus Bremen will wissen, was bedeutet es eigentlich, wenn es in meinem Boot nach verfaulten Eiern riecht? Ist da was mit meinem Fäkalientank? Nee. Nee? Sobald du das riechst, dann musst du ganz vorsichtig sein, weil dann bedeutet das, dass die Batterien kochen. Die Batterien kochen. Ja, und dann sind die meistens kaputt. Das ist ein ganz gefährlicher Gas, der da austritt, weil die Batterien kochen quasi. Muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Aha. Kein Hauptseil anmachen, wenn man das riecht. Wirklich nichts anmachen. Nichts mehr anmachen. Nichts mehr anmachen und erstmal alle Fenster und Türen aufmachen, dass die Gas raus kann. Okay. Weil wenn da ein Funken reinkommt, dann fliegst du. Dann explodiert. Dann knallt er. Ah, okay. Das ist ganz vorsichtig damit. Wie kann das passieren, dass die Batterien gasen? Das kann selten kurslos sein. Das kann, dann sind die Batterien, die sind einfach kaputt. Und dann kochen die Dinge trocken und die werden ja auch richtig heiß. Wir haben auch manchen gehabt, die sind wirklich auseinandergeflogen. Die fliegen wirklich komplett auseinander. Aber da muss man ganz vorsichtig sein. Dus sobald man das riecht, sei bitte sehr vorsichtig. Macht Hauptsache alles, nichts anmachen, einfach ausmachen. Und dann
warten, bis die Gase weg sind, ja, und dann die Batterien checken. Und ich rieche das wirklich, also so ein Fäkalientank müffelt ja manchmal so ein bisschen, aber das riecht anders dann. Ja, oder? Das riecht extrem penetrant. Aha. Und du merkst auch sofort den Unterschied. Aha. Ja. Faule Eier, also ja, so ganz speziell faule Kannst Eier. Ja die Nase mal über die Toilette hängen, ja, und mal riechen. Ja. Und wenn du dann mal so eine faule Batterie hast, dann wirst du wirklich, das ist ein Tag und Nacht Unterschied. Aha. Also ich hatte Gott sei Dank, Klopf auf Holz, noch keine gekochte Batterie. Hast du keine neue Batterien? Nee, ich brauche keine. Bist du wirklich sicher? Ich bin mir nicht sicher, aber ich hatte zumindest... Du kannst sie mal messen. Ja, das wäre eine gute Idee, aber ja, ich habe noch keine Faulgase aus meiner Batterie rauskommen sehen. Na, dann sei froh drüber, gut, weil das ist wirklich gefährlich. Okay, also Heinzi, guck deine Batterien an, und aber nicht mit einer Kerze, sondern... Und auch nicht mit Zigarette, ja. Auch nicht mit Zigarette. Nicht mit Zigarette machen, lebensgefährlich. Heinzi, nicht mehr rauchen, nicht Kerze, sondern sofort jemanden gucken lassen, der sich mit Batterien auskennt. So, Lenny, Armin Wasserwanderer 77. Jetzt wissen wir nicht, ist der 77 geboren oder ist er 77 Jahre alt? Egal, also auf alle Fälle heißt er Armin. Fragt, wir wollen uns ein Boot kaufen, haben auch schon eins, was uns sehr interessiert. Jetzt ist Probefahrt. Der Makler will 18.000 Euro Anzahlung vor der Probefahrt. Er sagt, wenn uns das Boot dann wieder erwarten nicht gefallen sollte, bekommen wir das Geld zurück. Wenn wir es kaufen, wird es verrechnet. Ist das normal? Dass man da einen kleinen Obolus zahlt, ist normal, weil die Leute haben natürlich auch Arbeit davon. Und ja, wenn die Leute dann abspringen, ist das natürlich doof, und dann ist ein Tag ist vorbei. Kann eine ganze Menge Leute sein, die sagen, ach, schönes Wetter, ja, ich mache mal eine Probefahrt beim Makler, weißt du? Ja, klar. Schöne Kaffeefahrten, ganzen Tag, und genau, wir haben schöne Freude. Ja. Dass das dann mal ein bisschen bezahlt werden muss, okay, aber 18.000 Euro, Leute, Quatsch, mach das nicht. Was würdest du denn für normal halten, wenn du sagst, da muss ein bisschen was bezahlt werden? Also was ist denn da üblich? Naja, guck mal, normalerweise, wenn du einen Tag fährst, du brauchst keinen Tag zu fahren, nee, aber so ein Makler, der bekommt natürlich eine Kommission von der verkaufenden Partei. Ja. Ich würde sagen, zwischen 500 und 1500 Euro ist normale ist Gebühr. Normal. Also je nachdem, was das Boot auch kostet. Genau. Ja. Und dann bekommt man quasi dann auch zurück, wenn man das Schiff natürlich auch kauft. Ja. Aber 18.000 Euro, Leute, machen es nicht. Also das ist schon, da steckt... Ah, ist ganz schön tricky. Ist tricky, ne? Die sind nicht seriös. Also, Armin, das Boot ist vielleicht okay, aber dein Makler ist nicht ganz irgendwie taco, nicht ganz koscher, wie man so schön sagt. Also, Finger weg vielleicht vom Makler und das Boot woanders nochmal suchen. Keine 18.000 Euro für die Probefahrt bezahlen, ne? Nee, Quatsch. Gut. A minute.